Ah, ich glaube, ich lasse die Musik jetzt einfach mal an. Ich glaube, das ist ein ganz cooles, atmosphärisches Mittel. Nein, Spaß. Pissing Round ist live, Alternate auf der T-Seite auf Inferno, Team Schwächsters auf der CT-Seite. Sie sind zu dritter Maßwort. Jetzt verschieben noch zwei von B zu A. Corbin wird überrannt. Die B-Spieler sind zwar noch am Leben, aber Alternate kann eigentlich ungehindert planten. Gulsmeden, den wollte ich eigentlich schon lange mal anschauen. Jetzt wird eh nichts mehr passieren. Hä? Was? Achso. Okay, wir schauen gleich mal nach. Bubski und Gulsmeden ziehen sich zurück und saven ihr Armor. Ihr seht das eh weiterhin noch ganz... Genau, er ist Dragonfly. Ich dachte es mir schon. Aber... Wer hat sich denn da jetzt wieder verabschiedet? Staven. Der war vorhin richtig krass gut. Am Anfang der T-Seite vor allem. Wie viele Kills hat er am Ende? Ich schau mal kurz nach auf unserer Lieblingsseite. 19 Kills hat er am Ende. Das kann nicht sein. Ich weiß nicht. 29 Kills hatte Staven zum Ende Matches von Lotus Pro und Frasers. Zum Ende des Matches zwischen Virtus Pro und Frasers. Das ist einfach so schön. Stefan ganz cool, auch Sirson vorne, aber nicht zu weit vorne, warten jetzt geduldig ab. Die CDs könnten das schon sehen. Ja. Also, die sehen, dass sie nicht sehen. Dass da was passieren wird. Schön reagiert von Hunden. 2 gegen 2. Natürlich verlieren die Käse einige Spieler. Aber es ist die zweite Runde, die ist immer etwas schwieriger zu gewinnen, weil die CTs noch Armor haben und geupgradete Pistes. Jetzt wird es höchstwahrscheinlich leichter ablaufen. Decken jetzt auch die Banane, die kommt nicht rein. Denn Stefan ist nicht dabei. Waffenrunde fängt ohne Schaden an. Ganz ungewöhnlich eigentlich. Vor allem, weil Alternate sich wieder an B versammelt hat. Ganz simple Calls auch von Hunden. Will es nicht zu sehr verkomplizieren. Und jetzt kommen sie auch angerannt. Ja, das hört ihr aus Meilen Entfernung.
Refresh mit dem Double Kill an der M4. Er wird zwar von Kito rausgenommen, aber es ist trotzdem der Vorteil für Attacks. Als ich den Satz beginne, knallt so ein Torben raus. Das 3 gegen 3. Gulls Maiden hat Construction unter Kontrolle gehalten. Staven kommt vom CT-Spawn zusammen mit Boopski. Und Gulls Maiden wird zum Schlüssel. Er hat den auch in die Banane. Da lässt sich Hund etwas leicht rausnaschen. Sörse mit dem Trade. 2 gegen 2. Staven und Boopski gegen die beiden im Spot. Kito mit einem wichtigen Kill. Da ist Sörse in der Ecke und der holt sich den dritten Frag in der Runde. 4 zu 0 für Alternate. Die erste Waffenrunde gehört ihnen auf der T-Seite von Inferno. Ein Segen. Denn es kann CT-lastig werden, wenn die das Equipment bekommen, wenn sie das Geld zum wiederholten Rebuy zur Verfügung haben. In dem Fall ist das für Alternate natürlich gut, weil Fraxis erstmal kein Equipment hat. Ein leichtes 5 zu 0 steht ihnen bevor. Boopski geht aber an B-Down. 3 Ts haben sich da reingeschlichen auf Contact. Wieder von der Tex. Eine relativ simpel gespielte Runde. 2 Leute in der zweiten Mitte. 3 Leute gehen nach B. Sie opfern Hunden. Die hängt in der Mitte ab. Schöner Spray auf Torben. Und Staven bleibt weg. Er hat nichts zu verlieren eigentlich. Der Fullball kommt so oder so. Versucht jetzt mal Contact zu breaken, dass der Gegner ihn nicht mehr sehen kann und es dadurch etwas überraschender ist. Aber ihr seht es schon. Die Überraschung ist nicht besonders groß gewesen. Ich musste gerade über das Pistolendesign nachdenken. Ist ja eigentlich lustig, dass die Kugeln im Griff sind, im Endeffekt. Ist ja auch so, dass die Kugeln meistens nicht besonders groß sind. Aber dass dadurch ja das ganze Abzugssystem insofern komplizierter wird, weil der Abzug vor der Kugel ist. Versteht ihr, was ich meine? Das ist eigentlich bei Rifeln oder bei einem normalen Gewehr, also auch wenn es Semi-Automatik oder komplett unautomatisch ist, etwas leichter. Weil der Hahn einfach nur gelöst werden muss und nicht noch ein extra Übersetzer dabei ist. Ja, über sowas denke ich manchmal nach, während ich CS caste. Wegen der CZ, weil das Ersatzmagazin ja dran geklippt ist und man es dann hinten reinschiebt, dachte ich mir, ja, eigentlich lustig, dass der Abzug ja vor den Kugeln ist bei der Pistole. Und das Magazin hinter dem Absatz, Abzug sitzt. Das ist ein bisschen blöd. Refresh war eigentlich geboostet, mit dem Kreuzfeuer zu arbeiten, aber nachdem sein Teammate zuerst stirbt, ist es kein Problem mehr für Alternate, sich auf den geboosteten Spieler zu konzentrieren. Jetzt kommt Staven ins 3 gegen 3 mit dem Molotow. Er drängt natürlich Hunden aus dem Dark, aber der revanchiert sich einfach mit dem Kill und bedankt sich sozusagen. Danke, dass du dich aus dem Dark gedrängt hast. Jetzt Gulls Maiden und Torben. Auf einen Schlag ist es ein One-on-One. Kito steht in der Ecke. Gulls Maiden muss anfaken. Die Flash bringt nichts. Kito zeigt sich und Gulls Maiden hätte nicht schießen dürfen. Oder hätte eigentlich nicht schießen dürfen. Jetzt schafft das vielleicht sogar trotzdem noch.
Oh, hat Kito da zu früh gepiekt? Anscheinend schon. Gulzmähen mit dem Klatsch. Der Bottomfragger von vorhin, Dragonfly, ist sein echter Name. Er hatte vorhin nur 10 Kills in 30 Runden. Jetzt aber mit einer extrem wichtigen 3K-Round. Kann natürlich auch sagen, dass das Spiel vorhin von Virtus Pro und Frags das etwas verzerrt war, weil Cuban einspringen musste. Der hatte auch nur 6 Frags und 22 Tode. Seine Mates haben aber ordentlich gecarried. Da hatte Virtus Pro komplett über 20 Kills. Und das, obwohl sie teilweise die absoluten Schnitzer gebracht haben. Da muss Frags es auf jeden Fall noch ein bisschen zulegen. Vielleicht haben die Nerven dann auch mitgespielt. Was kann Bubski an B diesmal machen? Im Moment erstmal nichts. Er sollte sich eher auf die Rotation vorbereiten. Alternate will mal nach A. Ganz ungewohnt, auch für die CTs. Ja, aber was macht ein Gulzmähen da? Ist das ein Pre-Read? Da haben wir gerade die Flashes von Alternate auf dem A-Spot gehört. Bei 50 Sekunden und Gulzmähen ist einfach nach B gehastet. Als würde er dem Kampf aus dem Weg gehen wollen. Oder war es der Read des Jahrhunderts und Console und Co. tragen die Bombe nach B? Im Moment immer noch die Möglichkeit vorhanden. Hunden will aber nach A weiter. Die Bombe folgt ihm auf Schritt und Tritt. Lang ist um... Also Fraxis hat gerade arge Probleme, die Stellungen zu finden und auch die richtige Rotation. Hunden wundert sich jetzt schon. Das könnte jetzt Fraxis aber wieder zugute kommen. Wenn sie die Shots hitten. Staven ist da mit dem Double Kill in der Pit. Bubski rotiert. Die Bombe geplantet, aber in 2 und 3. Bubski ist im Spot. Das ist natürlich extrem dumm jetzt für Hetex gelaufen, denn er könnte theoretisch defusen. Jetzt haben sie noch den Molotov. Surfer holt sich einen mit der AWP. Stefan schießt auf den Blutfleck. Hat Bubski aber droppen sehen. Refresh auf dem Heu. Surfer zu offen. Und Stefan alleine. Boah, Refresh kommt zusammen mit Bubski reingepusht. Den Defuse schaffen sie auch leicht. Fraxis ist mit 2 Runden in Folge. Dank eines 1-on-1 und dank eines 2-on-2-Clutches. Eigentlich gut für Attacks gewesen, die ganze Ausgangslage. Bubski ist dann auch relativ schnell im Spot wieder so rausgemollied worden. Dadurch drohte zumindest nicht unmittelbar der Defuse und trotzdem haben es die Frags das noch umdrehen können. Ach, Gulzmähen holt sich jetzt den Kill. Da in der Mitte kann man als AWP schon mal reinpieken. Das war jetzt leicht sarkastisch. Kommt drauf an, wie man da reinpiekt. Man sollte normalerweise nicht von dieser Seite mehr reinschauen. Also zumindest nicht so weit. Man kann natürlich nach hier schauen, das geht. Aber der T hat... Jetzt ist das gelb. Der T hat normalerweise die bessere Ausgangslage. Weil er früher dasteht. Schauen wir mal, was Kiku da noch machen kann in den Apartments. Er muss jetzt derjenige sein, der den Fake verkauft. Mit einem Molly da... wieder die Smoke reinschmeißen auf lang. Fraxer steht eh zu dritt auf kurz. Das spielt Alternate super in die Karten. Die brauchen ewig, um zu rotieren. Wenn sie in die Mitte gehen, brauchen sie auch relativ lange. Und der Tex hat die Möglichkeit, mit dem schnellen Bego die ganze Runde schon zu gewinnen, bevor sie überhaupt richtig angefangen hat. Also, ich meine, es ist 30 Sekunden, aber jetzt ist es komplett geflasht. Super Work. Aber Refresh lässt sich nicht rausnehmen. Boah, schöner Klick da. Der war nochmal wichtig. 3 gegen 2 und Torben. So lucky durch die Smoke gegen Hunden. Oh, Konsole hat da gut reingeschaut. Nochmal eine Flash. Die war mega heftig. Wow, der Retake von Fraxas ging ja so geschmeidig vonstatten.
Wer behält jetzt in den nächsten Runden die Oberhand? Attack struggelt jetzt. Staven struggelt in den Apartments. Wenigstens konnten sie ihn traden. Sie muss aber schauen, dass er am Leben bleibt. Und das gelingt ihm nicht. Jetzt schnell auf den B-Spot. So schnell es geht. Wenn du da mal 3 Kills gemacht hast, muss er frei sein. Selten sind mehr als 3 dort. Und Sirson, ja, das Torbens Leiche nochmal schön im Fokus. 6:3. Das Geld für Fraxas reicht auch nicht für den Fullbuy. Sie müssen einmal saven, dann können sie nochmal kaufen. Das Gute ist, dass sie jetzt so viel Geld hatten, dass sie nach einmal save schon wieder okay ist. Trotzdem nicht ideal gelaufen für sie. Oh, und da wollen sie gleich mal in die Mitte rein. Mitten in die Fresse rein gibt's jetzt. Da, alle mit den USPs, die Firing Squad. Ja, Stefan zieht sich dann doch langsam zurück. Ja, Kite ist da. Schön gemacht. Attax verliert zwar 2 Spieler, aber alles nicht so tragisch. Ja, wenn das jetzt so weitergeht, dann wird das super eindeutig für Attax und dann haben sie die Möglichkeit, mit der Pistol Round schon fast zu gewinnen. Erstmal noch diese Waffenrunde aus dem Weg räumen, dann müssen wir Fraxas wieder saven. Das wäre der absolute Oberhammer. Flash. Torben! Da etwas verzuckelt. Was macht denn Kultsmeden? Was macht der Dragonfly da? Heftig. Er steht irgendwie mitten in der Mitte. Vollkommen lost. Schafft es sogar noch, einen Kill zu machen. Es war halt überraschend, weil es so ungewöhnlich ist, dass da eine AP dann in der Runde auftaucht. Boah, der war aber geil von Refresh. Es ist natürlich obvious, da durchzusprayen, aber das so schnell umzusetzen und dann auch noch den Kill zu bekommen. Super nice, aber die Bombe tickt schon sehr schnell. Sie haben keinen Kill, sie müssen sich beeilen und da kriegen sie die Kills gleichzeitig. Alternates gewinnt eine weitere Runde und die CTs müssen jetzt auch eigentlich komplett saven. Dass Torben da schon in die Diegel geht, ist eigentlich zu viel. Ah, obwohl 3-4 Runden Loser-Bonus danach. Ja, trotzdem nicht ganz ideal mit 1-7. Seine Mates hat ein bisschen mehr Geld. Da ist es zu vertreten, über 2000 zu bleiben, ist das Ziel eigentlich. Boah. Hunden. Die Dänen. Konsole ist gar nicht so aufgefallen. Ja, der hinkt voll hinterher, weil er gar nichts... Also der kann halt nichts machen. Seine Mates machen ja schon alles. Die killen einfach jeden. Und... er wird nicht gebraucht einfach. Ja, er ist im Moment hier mit Kito. Kito hatte durchaus mal die Möglichkeit, ein paar Mal Kills zu besorgen. Aber das war auch vor allem, wenn ich jetzt nicht komplett schief gewickelt bin, auch einmal in der Piste, glaube ich, hat Kito was. War das gegen so einen Force-Buy, wo Kito ganz schön gut noch mitgehalten hat. Jetzt kommt so, jetzt ist es mal. Er sieht einfach niemanden. Jetzt heißt für ihn, sichere Position einnehmen, Aftercare ausspielen, Pit ein bisschen sprayen und währenddessen ist Sirson schon dabei. Die CT ist davon. Also einfach Shutout. Das ist ein Shutout, was Attax gerade spielt. Jeder rennt ihm entgegen. Die wollen unbedingt diese AWP holen. Hätte sich da sogar willentlich geopfert. Und Konsol war übrigens wieder derjenige, der nicht direkt auf den Kill geht, sondern derjenige, der den Umweg nimmt. Also wenn ihr seine Stats seht, achtet da mal drauf, warum die so sind. Das hat nicht immer damit zu tun, dass er schlecht ist oder sowas.
da mal ganz eben auf den behelligt, weit es geht. Das darf halt auch nicht passieren. Und jetzt Kito. Ah, ganz knapp das Duell gegen Steven gewonnen. Und wieder wurde Console nicht gebraucht. Wieder ist er derjenige, der safe spielt. Ultra wichtig, dass man so jemanden im Team hat. Immer an das denkt, an das die anderen nicht denken. Nämlich während die anderen... Also, ja, das droht jetzt, Attacks in einem falschen Licht erscheinen zu lassen. Weil die denken jetzt nicht nur alle an die Kills. Aber während die anderen nach vorne denken, denkt Console nach hinten. Und sichert ab, geht rein, wenn er Support hat. Und genau so muss man das machen. Natürlich kannst du auch nicht gewinnen, wenn du nur solche Spiele hast. Du brauchst auch Leute, die Risiken nehmen, Risiken in Kauf nehmen und das dann auch konsequent umsetzen. Genauso wie Steven gerade. Das war risikoreich. Aber super schöner Triple Kill. Sehr kontrolliert. Keine Panik bekommen. Jetzt schauen wir mal, was Konsole macht. Er zusammen mit Kito. Er ist der zweite Mann im Spot. Checken alles ab. Aber Construction nicht gesmoked. Das ist so. Und Stefan wollte gerade planten, aber das war zu früh. Wenn er wartet, bis die Smoke wirklich aufgegangen ist, ist er safe. Oh, und jetzt der Klatsch für Console. Ist natürlich schwierig, wenn er lange nichts zu tun hatte. Und Steven hat aber auch eine Mörderrunde gespielt. 3 Kills für ihn. 10-4 und Fraxas hatte teilweise kein Armor. Der ist auf einer Roll gerade. Immer sehr weit außen, abseits von seinen Teammates. Und da ist Console als Support für Kito dabei. Torben. Überrascht in der Mitte. Wird aber von Kito getradet. Also das Zusammenspiel funktioniert gut. Sie haben immer eine mentale Map vor Augen. Wo sind gerade Lücken in unserem Setup? Brauchen sie ja gar nicht mal vor Augen haben. Sie haben es ja vor Augen. Auf dem Kompass. Aber da das auch zu sehen, ohne es zu sehen, sondern einfach zu wissen, was zu tun ist. Manchmal der Schlüssel zum Erfolg. Dann muss man auch nicht kommunizieren, dann geht das etwas flüssiger von der Hand. 11-4, also 4 Attacks, das auf der T-Seite. Ich glaube, ich brauche euch allen nicht erzählen, dass es höchstwahrscheinlich sehr... Ja. Sehr einseitig abläuft. Und Heinz, wenn du Eishockey nicht kennst, dann tut es mir sehr leid, aber du hast doch offensichtlich noch nie von einem Shutout gehört. Schade. Aber egal. Wird sofort geflasht. Zieht sich auch gleich in die Pit zurück. Dementsprechend auch der Rest von Attacks auf dem Vormarsch in die Banane. Und Stefan tut sich zwar schwer, aber der zweite geht da super einfach rein. Sehr schön gemacht. Leider kann Console nicht so viel mithelfen. 3-3. Kito kommt von kurz. Er ist schon super schnell da. Wie gesagt, dank Stefans Information
sind sie schon rotiert, bevor Fraxis auf dem Spot waren. Die Bombe dementsprechend auch noch nicht gelegt. Das wird jetzt erledigt. Torben im Spot, zwei Spieler in der Pit. Gut, Smeden, also Dragonfly hält sich bedeckt. Refresh erstmal am Nachladen. Oh, die schöne Gap von Kito. Richtig nice gemacht. Hunden kriegt ein paar Shots ab. Oh, da ist die Munition leer. Kito hat Sursen aus Versehen geblockt. Jetzt konzentriert sich auf Dragonfly. Aber der macht den Double Kill. Torben hat noch mitgeholfen. 11 zu 5. Unglücklich, dass sich hier Kito und wer war es? Sursen, glaube ich, gegenseitig im Weg gestanden waren bei dem Kill. Kito geht die Munition aus. Er bleibt dann natürlich stehen, will wieder zurück, aber Sursen will nach da, um mitzuhelfen und auch schießen zu können. Und dann, ja. Schade. Das hätten sie gewinnen können. Kito hat da richtig geile Shots gehittet. Und jetzt Stefan mit der TZ in den Apartments. So, so ein weiter mit den Schulterpeaks einfach nur. Und die CZ schlägt gleich nochmal zu. Der Nerf hat echt gut funktioniert. Also man merkt total, wie effektiv das war. CZ wird gar nicht mehr angefasst. Leute, was los? Ihr kennt alle nicht Shutout. Oh Mann. Aber Eishockey ist jetzt in Deutschland nicht der bekannteste Sport. Ja, zufälligerweise war ich Goalie. Deswegen weiß ich das natürlich. Ein richtig geiles Gefühl. Fast so geil, wie eine Eco zu gewinnen. Und dann steht bereit. Aber der war eigentlich gegen Flash gestanden. Da kam dann gar keine. Deswegen war er dann offen. Und dann erreicht auch nicht mehr. Wir sind auf gut Glück durch die Smoke leicht drüber geschossen. Und so rennt einfach die Banane hoch, wird da easy von Refresh abgefangen. So ist aber verhältnismäßig weit in den Spot gekommen und sie haben 2 und 12 HP. Oh! Stefan! Er gewinnt das 1-on-1. Natürlich unfair, weil Refresh nur noch 12 HP hatte. Attacks gleich mal mit der Antwort auf die Pistol Round. Die Fraxis überzeugend auch. Also sagen wir halb überzeugend. Fraxis hat so lange überzeugend gespielt, bis Attacks zum Retake kam. Dann war es eigentlich nur noch Dragonfly mit zwei wichtigen Frags von der Pit aus. Und ich muss sagen, dass Attacks sich diese Runde jetzt auch verdient hat von Anfang an. Geht nur auf Informationen. Natürlich ein bisschen risky. Aber das Timing hat halt so gut gepasst. Richtig nice gespielt. Wow. Da kann man nichts gegen sagen. Console holt sich auch noch 2 Kills. 13 zu 5. Jetzt gibt es aber wieder Waffen für Fraxis. Also, das Timing mit der Flash unglaublich gut gemacht. Timeout, schätze ich mal, von Fraxis genommen.
Ich hoffe, dass Frax sich was Gutes überlegt haben. Sonst ist das ganz schnell vorbei. Wäre nicht ihre letzte Byround, aber ja, jetzt wollte ich gerade zu Surson switchen. Da ist er schon tot. So schnell geht das. Dem Pseudo-Mitte-Push. Die haben natürlich noch SMGs dabei von der vorigen Runde, deswegen kann man da ruhig mal ein bisschen risky spielen. So steht zum Glück stabil an. Kurz, aber das Timing mit der Nade war natürlich schlecht. Er wusste es nicht. Konnte er nichts dafür. Bubski geht gegen Stefan down. Und Dragonfly wacht auf. Der hat das Virtus Pro Spiel einfach nur zum Warm-up benutzt. Oh, aber so Gold. Der hat nicht mal reagiert. Er ist eingefroren worden von der Flash. Refresh dreht sich weg. Stefan mehr geflasht als der Gegner. Refresh hat Akito nicht gesehen. Nein, er geht jetzt auf den Fight gegen Pit. Schön. Da auf Stefan gewartet. Aber Akito hat den höheren Winkel. Schaut da in die Pit vom Spot aus. Safe die AWP und macht alles richtig. 23 Kills in 19 Runden. Fraxters am Boden zerstört. Es ist, wie gesagt, nicht ihre letzte Byround gewesen, aber sie investieren jetzt auch direkt alles. Sie spielen nicht auf die Overtime. Sie gehen in den Full-Buy mit Diggis, CZ, einer MAC-10 und einer UMP. Das wird nicht leicht. Wenn sie die Runde gewinnen, dann höchstwahrscheinlich wegen individuellen Glanzleistungen. Wie zum Beispiel von Dragonfly, alias Gulz Meden. Das ist sein ESEA-Name, deswegen wird er hier auch so angezeigt. Und sieh dir mal, was Konsol alles macht. Er ist auch der Waffenträger. Nicht zu verwechseln mit dem Panzer aus Deutschland. Ist natürlich nur die AWP weggetragen worden. Nicht, dass die Team Frax das noch in die Hände fällt. Und denn mit einem wichtigen Kill, Stefan langt auch noch zu aus der Pit. Er hat Konsol, der deckt lang. Stefan geht down, Konsol aber mit einem Kill, die letzte Kugel und das Hunden zur Stelle, 15 zu 5, 10 Matchpoints für Alternate Attacks. Der letzte Buy-Versuch von Fraxters, was machen sie? Droppen sie sich gegenseitig was? Ich denke, da wäre es fast angebracht, eine AK rüberzuschmeißen. Dragonfly geht auf die AK, Refresh hat einen XM in der Offensive. Mal gespannt, wie die eingesetzt wird. Er hat den guten Spawn gehabt. Wirft jetzt auch den Gegensmoke. Wow, braucht er gar nicht. Okay, okay, okay. Shotgun in der Offensive? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Torb geht sich selbst, um es Attacks etwas leichter zu machen. Und Konsole kriegt das Geld. Das ist etwas random natürlich, dass da auch Compensation gibt. Ist, naja. Im Profibereich sollte sowas eigentlich unwichtig sein. Konsol aimt nur ab. Attacks spielt sehr konsequent. Also, dass sie da nicht mehr hingehen. Sie hat jetzt 10 Runden Vorsprung und sie lassen sich so lange Zeit. Sie machen im Endeffekt gar nichts gerade. Sie müssen natürlich auch nichts machen. Es ist ja auch gut, dass sie saven. Aber das zu sehen, dass sie saven, ist eben erfreulich. Terrorists win. Der Save geht durch. Pupski und Dragonfly halten sich dann auch zurück. Wie Dragonfly gerade auftritt, der will da noch ein bisschen länger spielen. Aber vielleicht ist es zu spät. Ja, die XM hat auf jeden Fall gut reingeknallt. Ja, ich weiß, Fahrrad, warum das so ist. Aber es ist trotzdem... Verstehst du? Es war nie ein Problem. Es war jahrelang kein Problem. Dann haben sie es einfach reingemacht. Das ist eher der Mensch-Faktor. Boah, das ist so ein Anschuss. Boah, den hätte er fast nochmal getroffen. Ja! Oh! Dragonfly kriegt auch einen ab.
Stefan in der Pit, Konsole und er jeweils mit einem Kill. Das funktioniert echt ganz gut und jetzt habe ich es wahrscheinlich gejinxt. Sirson ist abgesmoked. Hunden geht sehr schnell mit der UMP nach vorn. 2-on-3. Attacks kann hier gleich gewinnen. Sie haben die Überzahl. Jetzt wird geplantet. Hunden ergreift die Möglichkeit. Es ist natürlich ein 3-sekündiges 1-on-3 dann, wenn der Planter gerade sitzt. Und da nochmal viel Schaden an Dragonfly. Staven der Molotov brennt gut. Er rennt einfach durch, um zu verhindern, dass sie gleich defusen. Und Kito mit der Möglichkeit. Kommt nochmal der Molotov rein. Jetzt hat Sirson das Ganze beendet. Attacks gewinnt 16-6 gegen Fragsters. Verdient. Nach dieser T-Leistung. Mehr als nur verdient. Fragsters hatten da einfach keine Schnitte. Keine Chance. Einfach absolut keine Chance von Fragsters. Und jetzt müssen wir das mal, also Kettenlogik, ja, wir sind ja alle Reddit-User, ich liebe Reddit-User, die sind besonders intelligent und die bringen dann solche Vergleiche wie, jetzt hat Fragsters gegen Virtus Pro gewonnen und Attacks gegen Fragsters sehr eindeutig gewonnen. Virtus hat gegen Fragsters gewonnen, aber Attacks gegen Fragsters viel eindeutiger gewonnen. Was heißt das dann über Virtus Pro? Aber um ehrlich zu sein, war das von Virtus Pro natürlich auch beeinflusst durch das Fehlen von Pascha. Deswegen der Struggle auch so groß. Und das sollte man nicht überbewerten. Umso schöner zu sehen, dass Attacks jetzt weiter nach vorne rückt und gleichzieht mit Royal Bandits. Die sind nämlich Zweiter in der Mountain Dew League. Das könnt ihr hier sehen.